Ja, willkommen zur letzten Vorlesung Medienphilosophie. Ich hatte schon gesagt, es ist schön, dass wir uns jetzt auch mal hier im virtuellen Raum treffen können. In der gestrigen Vorlesung habe ich mich mit dem Thema virtuelle Realität befasst. Da haben wir viel drüber diskutiert. Ich mache dann oben rechts auch bei YouTube die Playlist rein zu meiner Vorlesung Philosophie der virtuellen Realität. Ich wollte noch eine grundsätzliche Bemerkung sagen, die habe ich auch schon mal gesagt. Das Hauptziel der Vorlesung besteht darin, ein Medienbewusstsein zu schärfen, und zwar ein kritisches Medienbewusstsein. Das bedeutet, alle praktischen Vollzüge, alle Handlungsvollzüge sind, sofern wir Menschen sind, sofern wir rationale Wesen sind, und nicht nur wir Menschen, sondern auch bei anderen Lebensformen, bei anderen Tierarten, wenn sie im Sinne des Handelns zu verstehen sind, immer medial zu verstehen. Und unser Medienverhältnis, also man könnte auch sagen Mensch-Medien-Interaktion, ob man das so verstehen muss als Interaktion, ist die Frage, weil jede Aktion, jede Handlung ja schon medial ist. Die kann man aus zwei Gesichtspunkten verstehen. Man kann sie eben verstehen im Sinne der Erweiterung, im Sinne der Autonomie, oder man kann es auch als eine Mensch-Medien-Verstrickung verstehen, in der wir unsere Autonomie aufgeben und in die Heteronomie geraten. Natürlich ist diese Aufgabe der Autonomie selbst wiederum zurechenbar. In die Heteronomie gehend sind wir nicht einem Schicksal unterworfen, so jedenfalls meine These, auch im Ausgang von Kant, sondern wir haben das selbst zu verantworten. Wir hätten auch anders handeln können. Also Medienkontexte sind ganz wichtig. Es gibt eigentlich keine Kontexte, die medienfrei sind, sofern wir überhaupt Menschen sind und frei interagieren. Ich möchte heute zwei Themen noch nachtragen oder neu aufmachen, zwei Fässer, Medialität und Anthropologie. Immer schon klang dieses Thema an. Was ist der Mensch und wie verhält sich der Mensch zum Medium? Wenn man das Medium wirklich weit fasst, dann kann man da sehr viel darüber sagen. Und Medialität und Aufklärung. Wir sind auf dieses Thema schon gekommen in einer der ersten Vorlesungen, ganz zu Beginn, als ich Platons Medienkritik vorgestellt habe. Sie wissen alle, Platon kritisiert auch die Sophisten. Und die Sophisten sind eine, ja, Bewegung der griechischen Aufklärung, könnte man sagen, die aber Platon sehr, sehr kritisiert. Warum? Weil er sagt, die wollen uns nicht überzeugen mit guten Argumenten, sondern die wollen uns nur überreden. Und diese Überredungskunst findet natürlich durch Medien statt und durch Strategien, also die Rhetorik, durch sprachliche Mittel, durch die Rhetorik versuchen, die Sophistik versuchen die Sophisten uns ja zu überreden und gerade nicht zu überzeugen. Das heißt, Platons Sophistikkritik ist auch eine Medienkritik. Und Medienkritik und Aufklärungskritik hängen sehr eng miteinander zusammen. Wir kommen auch noch mal heute genauer auf Immanuel Kant zu sprechen. Und dann wollen wir eben auch noch weiter in die Aufklärungsthematik eingehen. Die Pointe wird sein, einerseits werden wir unmündig durch Medien gebraucht, das ist die große Gefahr. Andererseits brauchen wir Medien, wir brauchen einen bestimmten Mediengebrauch, um mündig zu werden, um aufgeklärt zu werden. Und das ist der öffentliche Gebrauch der Vernunft, der öffentliche Mediengebrauch, was auch jetzt genau darunter zu verstehen ist. Darauf werden wir heute noch genauer eingehen. Ich gebe einen Rückblick auf Kants Begriff der Vernunft. Und den hatte ich auch schon in der gestrigen physischen Vorlesung Ihnen präsentiert. Kant ist immer ein sehr guter Ansatzpunkt, das haben Sie gemerkt. Er ist für meine Vorlesung der Hintergrund. Und warum? Weil er eben so viele wichtige Dinge gesagt hat, die auch noch heutzutage, gerade auch mit Blick auf unseren Mediengebrauch, relevant sind. Kant sagt, dass die Vernunft ist das Vermögen der Zwecke. Ein Vermögen der Zwecke überhaupt. Was heißt es? Die Vernunft setzt Ziele. Also was wir wollen, das, was wir erreichen wollen, also die Vernunft ist sehr eng mit dem Wille verbunden. Kant sagt sogar, sie sind eigentlich dasselbe, zumindest der rationale Wille. Sie setzt Zwecke, setzt etwas, was einen Wert für uns hat. So kann man das auch sehen, ne? Sie definiert, was erstrebenswert ist, ne? Erstrebenswert zu bewerten, erstrebenswertes festzulegen, bedeutet auch ein Wertbewusstsein zu entwickeln, sowas wie Normativität, ein Bewusstsein für Normativität, für Werte. Und zwar nicht nur eher ein blindes Streben nach irgendwelchen Werten, zum Beispiel nach Nährwerten, das machen auch andere Tiere als der Mensch, die streben nach Nährwerten. Hier geht es nicht um ein Nährwertstreben, sondern es geht
um eine Reflexion von Werten. Was will ich eigentlich? Das ist die Pointe bei Kant, wenn er sagt, die Vernunft ist das Vermögen der Zwecke. Ein Zweck ist etwas, was ich erstreben möchte, etwas, was für mich einen Wert hat. Und natürlich muss ich überlegen, was will ich eigentlich? Was hat für mich eigentlich einen Wert? Und jetzt ist es natürlich so, die Vernunft ist nicht nur das Vermögen der Zwecke, sondern sie ist auch das Vermögen der Mittel. Und das bringt uns jetzt zum Thema der Vorlesung, nämlich Medien. Kant sagt, die Vernunft allein ist vermögend, die Verknüpfung der Mittel mit ihren Absichten einzusehen, sodass man auch den Willen durch das Vermögen der Zwecke definieren könnte. Also die Vernunft ist das Vermögen der Zwecke und der Wille ist auch das Vermögen der Zwecke. Die Vernunft zieht aber darüber hinaus noch die Verknüpfung der Mittel mit den Absichten ein. Das bedeutet, wenn wir einen Zweck haben, wenn wir ein Normativitätsbewusstsein entwickelt haben, was ist für uns wert, was ist für uns erstrebenswert, das ist ja der Zweck, dann zieht die Vernunft nach Kant auch noch die Mittel ein, das ist das Thema Medium, die wir ergreifen müssen, um dieses Ziel, um diesen Zweck auch erreichen zu können. Wir können ja viele Wünsche haben, viele Zwecke haben, einen Willen haben. Es bringt nichts, wenn wir nicht die Mittel haben, dieses Ziel auch zu erreichen. Dann ist es nur ein Wunsch, würde Kant sagen, wenn wir es überhaupt nicht erreichen können. Das heißt, die Vernunft ist auch das Vermögen der Mittel, also das Vermögen der Medien und auch das Vermögen der Technologie. Das muss man dazu sagen. Hier ist immer beides enthalten. Mittel kann heißen ein Medium, um etwas zu tun. Ja, ich ergreife dieses Medium, zum Beispiel jetzt der Zoom-Medialität, um mit Ihnen unabhängig von dem Ort, dem konkreten Ort, in eine philosophische Diskussion zu treten. Das ist das Mittel, das ist das Medium. Aber natürlich kann Mittel auch bedeuten Hilfsmittel, ja, Instrument, Technik. Und es ist beides. Kant sagt, wer den Zweck will, und das ist ja das, was erstrebenswert ist, das ist das, was die Vernunft uns vorgibt, der will auch das dazu unentbehrlich notwendige Mittel, das in seiner Gewalt ist. Das in seiner Gewalt ist, heißt natürlich, der Wille ist unterschieden vom bloßen Wunsch. Man kann sich vieles wünschen, von dem man eigentlich auch weiß, dass man es gar nicht erreichen kann, weil man die dazu notwendigen Mittel nie aufbringen wird oder nie erreichen kann. Mittel kann man sich jetzt auch als Zahlungsmittel vorstellen, Geldmittel, Finanzmittel. Manchmal sagt man auch von Geld nur die Mittel. Mir fehlen die Mittel, um das zu tun. Und damit meint man eigentlich das Geld. Ja. Zum Beispiel fehlen mir die Mittel, ein privates Raumschiff zu bauen, wie Elon Musk, und damit irgendwo im Universum rumzuschwirren, im Weltall. Da fehlen mir einfach die Mittel. Deswegen kann das nicht mein Wille sein, würde Kant sagen, sondern nur ein Wunsch. Damit es mein Wille würde, wie Elon Musk mit einem Raumschiff ins Weltall zu starten, müsste ich ganz viele kleine Schritte mir überlegen und sie wirklich in Angriff nehmen. Das heißt, ich müsste meinen Beruf als Philosoph an der Universität sofort beenden, weil da verdiene ich nicht genug und müsste in die Wirtschaft gehen und ich müsste in den Wirtschaftszweig gehen, wo ich sehr viel, sehr schnell verdiene. Dann würde Kant sagen, dann wird aus dem bloßen Wunsch ein Wille, wenn ich auch wirklich alles in Angriff nehme. Aber Sie sehen, da muss meine Vernunft sehr viel denken, wenn man überhaupt von der Vernunft so reden möchte. Da muss ich meine Vernunft sehr anstrengen, weil ich muss alle Mittel finden, um diesen Wunsch dann zum Willen werden zu lassen und auch zu realisieren. Ja, das heißt, die Vernunft muss diese Mittel zum Zweck erst suchen und sie auch erzeugen teilweise. Denken Sie zum Beispiel an die geschriebene Schrift, an die fixierte Sprache. Ich möchte eine Botschaft vermitteln, nicht nur über das Medium des Schalls, der einfach nur zu wenig trägt, der Schall verfliegt. Sie kennen alle die Redewendung Schall und Rauch. Das ist sehr interessant bezogen auf die Medialität. Schall und Rauch, das ist nur Schall und Rauch, das heißt, es verfliegt. Ein gesprochenes Wort verfliegt, es verklingt, hinterlässt häufig nichts. Es kann natürlich auch mal sein, ein Wort trifft ins Schwarze und verletzt jemanden, das ist richtig, aber es ist nicht so persistent wie eine geschriebene Sprache. Das heißt, um dauerhafter zu kommunizieren, muss ich ein Mittel nicht nur suchen, natürlich muss ich suchen, aber ich muss es auch erzeugen. Zum Beispiel ein Stück Papier, ein Medium, auf dem wiederum die Mediumsform Schrift sich eintragen kann. Und das muss ich dann natürlich durch Technologie
erzeugen. Sie sehen, Mittel bedeutet beides, Medium und Technik in diesem weiten Sinne. Ja, das sind so ein paar Rückblicke. Ein Problem, worauf ich eben hinweisen möchte, ist, dass sich, wenn die Vernunft ein Mittel sucht oder auch erzeugt, wenn wir durch Vernunft das erzeugen oder suchen, wir uns von dem auch abhängig machen. Ne? Wir erzeugen vielleicht das Stück Papier, ja, das ist richtig, aber das Stück Papier impliziert als Medium eine Eigenlogik, die wiederum auch auf unsere Ziele zurücklenkt, unsere Zwecke. Wir haben das bei Platon gesehen in seiner Schriftkritik. Es kann sein, wenn wir das Medium Papier gebrauchen und darauf das Medium Schrift, dann könnten wir in Gefahr laufen, unsere Gedächtnisleistung abzugeben, oder wir können Gefahr laufen, geschriebene Schrift für die Objektivität zu halten. Sie kennt den Spruch, Papier ist geduldig. Also es gehen damit verschiedene Probleme einher, wie zum Beispiel eben auch das Beenden des lebendigen Diskurses, also die dialektische Unterhaltung, die ja Sokrates auf dem Athener Marktplatz immer praktiziert hat, die ist so nicht möglich über das Papier. Sie können sich natürlich denken, Briefwechsel, denken Sie an die Gattung des Briefromans im 18. Jahrhundert, wo immer wieder dann auch Briefe geschrieben wurden, das ist richtig, aber das ist natürlich nicht die Form des lebendigen Gesprächs, von der Platon meinte, das sei nur der Ort, wo Philosophie stattfinden könne. Das heißt, Sie haben jetzt ein Mittel zu einem Zweck und das Problem ist, das Mittel erweist sich als eine problematische Form, den Zweck zu erreichen. Das sehen Sie aber nicht unmittelbar, weil Sie sehen ja nur den Zweck. Und das ist genau das, was Sibylle Krämer, so interpretiere ich das jedenfalls, im Sinne der Medienvergessenheit interpretiert. Also ich interpretiere die auch als eine ethisch-moralische Problematik, das Medium nicht zu berücksichtigen und damit sich viele Probleme einzuhandeln, die man einfach auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja, das ist so ein Problem und wir können jetzt das noch tiefgreifender fassen. Wir hatten ja gesehen, Kants Vernunftbegriff sagt, die Vernunft ist das Vermögen der Zwecke, aber auch das Vermögen der Mittel zum Zweck. Also die Vernunft ist Medialität und Technik oder Technologie, genauer gesagt, ein Medium zu gebrauchen ist, das können Sie sich schon denken, wenn wir das Mittel zum Zweck finden, eine Form von Rationalität. Jetzt würde Kant sagen, sofern ich das Mittel zum Zweck finde, dann ist meine Vernunft eine sogenannte instrumentelle Vernunft. Instrumentelle Vernunft heißt, sie folgt nach seiner Terminologie nur hypothetischen Imperativen. Was dient mir als Mittel zu diesem Zweck? Und sowas wie ein Selbstzweck, würde Kant sagen, ist durch instrumentelle Vernunft, die alles nur als Werkzeug ansieht, nicht möglich. Also da ist immer auch eine gewisse Kritik enthalten. Mittelzweckrationalität, Sie kennen das. Das ist etwas, was mit Moralität nur bedingt kompatibel ist. Vielleicht sogar auch mit Autonomie nur bedingt kompatibel ist. Dagegen möchte ich aber einwenden, ich möchte etwas diese instrumentelle Vernunft weiterfassen, dass jede Form von Vernunftgebrauch als solche schon medial ist. Es gibt keinen nicht-medialen Vernunftgebrauch. Selbst moralische Vernunft ist ein Vernunftgebrauch. Denken Sie daran, man spricht davon, ein Vermögen zu gebrauchen. Der moralische oder der unmoralische Gebrauch der Vernunft. Das heißt, die Vernunft selbst wird zu einem Medium, wie jedes Vermögen. Das wäre sogar noch eine Stufe tiefer, als zu sagen, nur der Leib ist das erste Medium, ja, unser belebter Körper, die Hände. Man könnte sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, unsere Vermögen, der Wille, die Vernunft sind auch Mittel. Das ist auch immer ein Mediengebrauch. Dann wird es aber sehr problematisch, deswegen möchte ich das nicht mehr weiter vertiefen, aber ich möchte es nur zu bedenken geben. Man kann auch unseren Gebrauch der Vernunft als ein Mediengebrauch verstehen, die Vernunft als Medium. Wie auch immer, ein Medium zu gebrauchen ist eine Form von Rationalität. Ich möchte eben damit nicht sagen, dass jede Form von Mittelgebrauch gleich instrumentelle Rationalität abseits von möglicher Autonomie oder Moral ist. Das glaube ich nicht, das ist eine Verengung. Wir übermitteln, kommunizieren, indem wir ein Medium gebrauchen, etwas. Und zwar kommt es mir auch darauf an, Mediengebrauch nicht einzuschränken auf bloße sprachliche Kommunikation. Das ist viel zu eng gefasst. Medialität ist auch so meine These, nicht nur ein Kommunikationsmittel.
Oder wir müssen Kommunikation ganz weit fassen. Dann ja. Aber Kommunikation bedeutet ja eigentlich immer, etwas an jemand anderen zu übermitteln. Und ich glaube, wir können auch Medien gebrauchen, ohne damit zu intendieren, etwas an jemand anderen zu übermitteln. Denken Sie dran, Sie sind guter Laune, Sie sind fröhlich und summen ein Lied. Dann summen Sie das für sich und nicht für jemand anderen. Aber Sie drücken sich damit aus und Sie nutzen das Medium der Stimmbänder, das Medium der Luft, um überhaupt Schallereignisse auszusenden. Sie brauchen damit niemanden, an den Sie das adressieren. Vielleicht adressieren Sie es an sich, vielleicht auch nicht. Ich glaube natürlich, jede Form des Mediengebrauchs ist eine Form von Selbstbewusstsein. Das glaube ich, aber ob man Selbstbewusstsein als Kommunikationsform, als Kommunikationsmittel verstehen sollte, darüber kann man sich streiten. Also wir übermitteln etwas, wenn wir ein Mittel gebrauchen, das liegt ja auch im Begriff, aber nicht unbedingt sprachlich und auch nicht unbedingt an jemand anderen. Weiter kann man sagen, wir verfolgen und realisieren dadurch Zwecke, das ist richtig, instrumentelle, ästhetische, moralische, aber bleiben Sie beim Lied, das Sie summen, den Zweck hier anzugeben als einen wirklich ganz klar bewussten Zweck, das ist auch nicht immer ganz klar. Es ist eher das Bedürfnis, sich auszudrücken. So würde ich das sagen. Nicht sich zu kommunizieren, sondern sich auszudrücken. Das heißt aber, wenn wir uns ausdrücken, wenn wir also eine innere Stimmung, zum Beispiel in die mediale Form einer Melodie bringen, die wir singen oder summen, dann objektivieren wir uns selbst. Das heißt, wir setzen uns hinaus. Wir setzen etwas, was eigentlich nur subjektiv ist, in die Außenwelt. Wir objektivieren es, was rein subjektiv ist, und damit können wir uns auch reflektieren. Wir können uns zu uns verhalten, indem wir unsere subjektiven Zustände medial in Erscheinung bringen. Das heißt, Medialität ist eine Form von Selbstbewusstsein. Wir verhalten uns zu uns selbst, sofern wir medial in Erscheinung treten. Und man könnte auch sagen, wenn man jetzt andere Subjekte mit einnimmt, auch eine Form von Intersubjektivität. Wir entäußern uns für uns und für andere. Manchmal merken Sie auch erst, wie es Ihnen geht, wenn Sie darauf reflektieren, wie Sie Medien gebrauchen. Zum Beispiel, ob Sie eine Melodie summen, ob Sie irgendein Medium benutzen, ob Sie die ganze Zeit vor dem Fernseher hängen, wie Sie den Fernseher gebrauchen, wie Sie das Internet benutzen. Daran können Sie sehen, auch wie es Ihnen geht. Das ist eine Form von Selbstbewusstsein. Und andere haben natürlich die Möglichkeit, sofern sie medial in Erscheinung treten, auch Rückschlüsse zu ziehen auf ihre subjektiven Zustände. Das heißt, Medialität ist immer auch eine Form von möglicher Intersubjektivität, muss aber, so meine These, nicht als Kommunikationsform als solch gleich verstanden werden. Jetzt hängen natürlich auch Medialität und Autonomie eng miteinander zusammen. Meine These wäre, ein Medium zu gebrauchen, ist nicht nur eine Form von Selbstbewusstsein, von latentem Selbstbewusstsein, sondern auch eine Form von Autonomie. Warum? Ganz ähnlich wie bei der Rationalität, wir objektivieren und entäußern subjektive Zustände wie Wünsche, Zwecke, Emotionen, Absichten, Stimmen. Wer ein Mittel gebraucht, der entäußert damit auch einen Zweck, den er in sich hat. Das Mittel zeigt nach äußerlich schon auf diesen Zweck hin. Zwecke sind eigentlich subjektive Zustände. Sie können nicht in die Köpfe anderer Menschen schauen, wenn die nichts tun und sagen, das ist jetzt der Zweck, das ist die Absicht dieser Person. Sie können erst darauf schließen, wenn sie sehen, wie diese Person Mittel gebraucht. Daraus können sie schließen, welche Zwecke diese Person verfolgt. Das heißt, dadurch können sie auch erst mit der Person kommunizieren. Natürlich müssen das nicht nur Zwecke sein, es können auch Emotionen sein. Eine Person singt ein Lied. Ja, eine Person hat eine Stimmung. Das erst ermöglicht es, mit ihr zu kommunizieren. Aber natürlich, als Medium kann auch der Leib gelten. Das heißt, die Person kann natürlich auch einen gewissen Gesichtsausdruck haben. Der Leib ist ja auch ein Medium, und zwar das erste Medium, was wir haben. Auch der Leib, wenn Sie etwa traurig sind und eine besondere Haltung des Körpers, Leibes an den Tag legen oder Ihr Gesicht verziehen, oder weinen oder so, das ist alles Mediengebrauch nach meiner These, vielleicht aber nicht direkt bewusster, intendierter Mediengebrauch, das muss man natürlich dazu sagen. Aber so kann man überhaupt erst sehen, was in ihnen enthalten ist, wenn sie sich ausdrücken. Ja, aber man muss sicherlich bei manchen körperemotionalen Reaktionen sich überlegen, ob das wirklich dann noch eine Form von
Rationalität ist, wenn sie das vermitteln. Ich würde aber dennoch sagen, auch wenn es noch so emotional zu sein scheint, es ist dennoch eine rudimentäre Form von Rationalität, dass sie überhaupt in der Lage sind, sich auszudrücken. Indem wir unsere subjektiven Zustände objektivieren, können wir sie von einer höheren Ebene aus reflektieren und bewerten. Wir können ein Selbstverhältnis zu uns herstellen, was viel schwieriger ist, wenn wir nicht nach außen in Erscheinung treten. Das ist das Problem des Zirkels des Selbstbewusstseins. Wie sollen wir uns auf uns beziehen, wenn wir doch kein Objekt sind, sondern immer ein Subjekt sind? Das ist dieses Problem, was Johann Gottlieb Fichte als den Zirkel des Selbstbewusstseins bezeichnet hat. Selbstbewusstsein setzt ja voraus, man kann sich zu sich selbst als ein Objekt verhalten, aber wir sind ja als selbstbewusste Wesen immer Subjekte. Ich müsste mich zu mir als meiner Subjektivität verhalten. Und das ist schwierig. Und hier bietet sich an, das Ganze über den Begriff des Mediums zu verstehen. Wir beziehen uns auf uns als verobjektivierte, genauer gesagt, als jemand, der ein Medium gebraucht. Indem wir ein Medium gebrauchen, können wir uns auf uns beziehen, ohne uns zu verobjektivieren, sondern uns als etwas zu verstehen, was ein Medium gebraucht. Wir verhalten uns zu uns selbst im Selbstbewusstsein als mediengebrauchende Wesen. Das wäre so ein Lösungsangebot, diesen Zirkel des Selbstbewusstseins auch aufzulösen. Wir objektivieren und erweitern subjektive Zustände auch durch Technik, durch Technikgebrauch. Wir haben Zwecke und wir ergreifen Mittel zur Realisierung dieses Zweckes. Das ist natürlich auch eine Form von Autonomie, wenn wir uns zu helfen wissen. Wir assimilieren uns auch an etwas anderes und schreiben uns in es ein. So zum Beispiel, wenn Sie etwas auf Papier schreiben, da haben Sie sich schon mal erst an das Papier assimiliert, das haben Sie hergestellt, ist ein Produkt Ihres Geistes und Sie schreiben Ihre Handschrift in dieses Papier ein. Auch das Thema Handschrift, was im Rahmen der Digitalisierung immer mehr verkommt, ist ein Zeichen Ihres Ausdrucks, Ihrer Subjektivität. Ich will es jetzt nicht im Sinne von graphologische Kunst irgendwie bezeichnen, wo man jetzt sagt, man kann anhand des Ausdrucks der Schrift irgendwelche Charakterhinweise finden. Das halte ich für übertrieben, aber es ist doch ein persönliches ein Zeichen persönlichen Ausdrucks, die Handschrift. Genauso, wenn Sie etwas Akustisches in die Welt senden, auch dort passen Sie sich dem Schall an. Sie tragen sich in dieses Schallmedium ein, indem Sie eben gewisse Frequenzen aussenden. Und das ist auch sehr persönlich. Die Stimme allein schon ist etwas sehr Persönliches. Wir realisieren den Zweck durch das Mittel, auch wenn das Mittel oft hinter dem realisierten Zweck zurücktritt. Und darin liegt gerade die Problematik einer medialen Unmündigkeit. Das heißt, Sie sehen eigentlich nur den Zweck und das Mittel ist ja nur Mittel zum Zweck, also so eine Übergangsstation, so was Ephemeres, so was Hybrides. Und dabei übersehen Sie, dass Medien immer auch eine Eigenlogik hineinbringen, die Sie nicht ganz durchschauen können. Beispiel wieder die Schrift. Sie durchschauen nicht, dass wenn Sie jetzt den Zweck haben, etwas zu fixieren, durchschaut man häufig nicht, wie Platon sagt, dass dabei unser Gedächtnis plötzlich seine Funktionalität verliert und etwas abgibt. Das Beispiel ist ja auch, wenn wir das Smartphone nur auf vor dem Tisch liegen haben, auf dem Tisch, hat man nachgewiesen, lässt unsere kognitive Leistung nach. Warum? Weil wir sofort etwas anderes delegieren. Dabei soll ja das Smartphone gerade dazu dienen, unsere kognitiven Vermögen zu verbessern oder unsere Ziele besser zu erreichen. Das sind alles so Seiteneffekte, die scheinbar nebensächlich sind, aber die müssen wir immer auch im Blick behalten. Sonst geraten wir in die Heteronomie. Und dazu möchte ich eben jetzt auch noch was sagen. Das heißt, indem wir ein Medium gebrauchen, sind wir immer auf Fremdes angewiesen, dem wir uns assimilieren können. Das Medium bin nicht unbedingt ich. Also das Medium mag vielleicht mein Leib sein, aber viele sagen, der Leib ist nicht dasselbe wie wir selbst. Wir stehen noch hinter dem Leib. Das ist so eine häufige These, darüber müssen wir noch genauer diskutieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel etwas aussprechen, wenn wir etwas summen, sind wir auf das Medium des Schalls, der Luft angewiesen. Und diese Struktur, diese mediale Struktur, die unterliegt Gesetzlichkeiten, die von unseren eigenen Gesetzlichkeiten verschieden sind, obwohl wir natürlich auch in Raum und Zeit existieren. Das bedeutet, es kommt immer so ein fremdes Moment rein, wenn ich ein Mittel gebrauche. Selbst dann, wenn ich es produziere, ich bin ja natürlich auf anderes angewiesen, um es überhaupt produzieren zu können.
Dieses Fremde kann im Extremfall dazu führen, dass wir von ihm bestimmt werden, dass wir da einer Eigenlogik unterliegen, die wir nicht durchschauen. Und das ist jetzt das Problem von Medialität und Heteronomie. Das hatte ich schon gesagt. Wir bemerken oft nicht, dass wir es mit einem Medium zu tun haben. Wir sind medienvergessen. Wir denken, wir würden gerade heraussprechen, unsere Gedanken kommunizieren, direkt, unmittelbar. Das ist die Illusion der Unmittelbarkeit. Dabei unterliegt alles sehr vielen medialen Bedingungen. Denken Sie daran, wenn Sie mit dem Smartphone kommunizieren, erzeugt das durch diese Reibungslosigkeit in Raum und Zeit. Sie können unmittelbar kommunizieren, den Eindruck, Sie hätten hier einen direkten Draht zu jemandem. Ja, aber ein direkter Draht, den gibt es nicht. Der direkte Draht ist eine Illusion von ganz vielen medialen Techniken, die dahinterstehen, damit der Anschein der Unmittelbarkeit erzeugt wird. Diesen Anschein der Unmittelbarkeit zu entlarven als eine hochkomplexe Form von Vermittlungsleistung, das ist eben, wie wir am Ende der heutigen Vorlesung sehen werden, eine Form von medialer Mündigkeit. Medien drängen sich nicht auf in der Regel, sondern sind unscheinbar. Ja? Also das Smartphone, ja, das macht eigentlich nichts, aber es sammelt dennoch sehr viele Daten und verarbeitet die in wahnsinnig schneller Geschwindigkeit. Das merken wir aber nicht. Das Smartphone ist keine Dampfmaschine, die rattert. Die digitalen Medien vor allem, die machen nicht viel Arbeit und viel Lärm. Die sind sehr geschmeidig und auch an unsere Körperphysiologie angepasst. Und so verschwinden sie immer mehr aus dem Bewusstsein. Sie scheinen fast ein Teil von uns selbst zu sein, obwohl sie durch und durch vermittelt sind. Wir bemerken oft nicht, dass wir medialen Bedingungen unterliegen oder ein Medium gebrauchen. Das wissen wir häufig auch gar nicht. Deswegen vollzieht sich Medialität immer im Spannungsfeld von Autonomie und Heteronomie. Und daraus folgt eben gerade diese Antinomie der medialen Vernunft. Einerseits sind wir, um überhaupt vernünftige Wesen sein zu können, um unsere Vermögen zu verwirklichen. Das ist ja nach Kant das Vermögen der Zwecke, ist die Vernunft, und das Vermögen der Mittel eben auch, sind wir auf Mediengebrauch angewiesen. Wir müssen immer, sofern wir Zwecke setzen, auch die Mittel ergreifen. Sonst wären wir irrational, wenn wir einen Zweck, ein Ziel haben, aber nicht die Mittel ergreifen wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wir sind angewiesen auf Mediengebrauch. Sprache, Schrift, Bücher und so weiter. Auf der anderen Seite aber werden dadurch unsere rationalen Vermögen vermittelt und auch wieder abhängig von fremden Faktoren, vom Medium der Schrift, vom Medium der Digitalisierung und so weiter und so fort, vom Medium der künstlichen Intelligenz. Daraus folgt, dass wir in der Aktualisierung unserer rationalen Vermögen nicht autonom, sondern prinzipiell auch immer abhängig sind. Das ist eine ambivalente Sache. Wir können nicht anders, Medien zu gebrauchen, aber darin liegt immer auch die Gefahr, dass wir darin heteronom werden. Deswegen müssen wir, so kann man mit Kant sagen, eine Kritik der medialen Vernunft anstreben. Vernunft ist immer medial, Vernunft ist immer Gebrauch von Mitteln zum Zweck. Das heißt, wir müssen in unserem Vernunftgebrauch nicht nur die Zwecke, sondern immer auch die Mittel reflektieren. Wir wollen zwar, sofern wir ein Ziel haben, auch immer die Mittel zum Zweck, aber wir sollten dabei mehr auf die Mittel reflektieren als auf den Zweck oder mindestens genauso viel wie auf den Zweck. Das heißt, mediale Vernunft ist nicht nur instrumentelle Vernunft, hypothetische Imperative, die ja nur ja, Zweckrationalität sind, nur, sagt Kant. Nein, es ist mehr, sondern mediale Vernunft ist Vernunftgebrauch überhaupt. Dazu gehört eben auch moralische Vernunft, die ist auch immer medial zu verstehen. Diese Mittel, die wir gebrauchen müssen, um einen Zweck zu verfolgen, die müssen daraufhin kritisiert werden, ob sie latent dazu führen, dass die intendierte Zwecke verfehlt werden oder nicht. Also ob sie eine Eigenlogik mit sich bringen, die wir gar nicht auf den ersten Blick sehen. Wir neigen dazu, diese heteronome Eigenlogik der Mittel vor dem Hintergrund unserer Zwecke zu übersehen und das Mittel zu überspringen. Wir reflektieren nicht darauf, dass wir hier ein vermitteltes Verhältnis eingehen und halten das für ein unmittelbares Verhältnis. Und darin besteht eben gerade eine Form von Unmittelbarkeit und Unmündigkeit. Und deswegen ist auch Medienkritik immer auch Vernunftkritik. Keine Vernunftkritik ohne Medienkritik, keine Medienkritik ohne Vernunftkritik. Das ist so meine These. Und die möchte ich jetzt ein bisschen zur Diskussion stellen, indem ich jetzt die Aufzeichnung anhalte und Raum für Rückfragen gebe. Ja, wir haben gesehen, es ändern sich auch die Diskussionssituationsmerkmale im virtuellen Raum. Also im physischen Raum ist Diskussion, zumindest zu meiner Erfahrung, immer leichter möglich.
Im virtuellen Raum ist Diskussion schwieriger möglich. Warum? Darüber müsste man jetzt sich noch genauere Gedanken machen. Es ist auf jeden Fall die Aufgabe der Mediendidaktikerinnen und Didaktiker, solche Medien zu erzeugen, die das möglichst gut ermöglichen, eine solche Diskussionsatmosphäre. Jetzt möchte ich zum ersten Thema der heutigen Vorlesung kommen, und zwar betrifft das Thema Medialität und Anthropologie. Wir hatten schon so ein bisschen uns damit befasst. Denken Sie zurück an Friedrich Schiller. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wir können jetzt hier verschiedene Verhältnisse von Mensch und Medium klassifizieren. Und zwar möchte ich drei solcher möglichen Verhältnisse hier jetzt mit Ihnen diskutieren. Einmal Medialität als Heteronomie und Beschränkung des Menschen, also eher eine stark medienkritische Form. Da ist vielleicht Platon drunter zu verstehen, zumindest was die Schriftkritik anbelangt. Darunter sind auch Hirnphysiologen zu verstehen, Digitalisierungskritikerinnen und Digitalisierungskritiker. Dann der Mittelweg, den ich bevorzuge, Medialität als Autonomie und Erweiterung des Menschen, was nicht heißt, dass man durch Medialität auch in die Heteronomie gelangen kann, aber eben aus der Autonomie heraus, weil man selbst dafür verantwortlich ist. Oder Medialität als transhumanistisches Programm. Es gibt also so diese Extrempunkte. Medialität ist die Erlösung des Menschen von seinem Leib, von seiner physischen Beschränktheit. Medialität ist nicht nur Mittel zum Zweck, so wie es Kant sich dachte, sondern Medialität ist die Zukunft und die einzige Hoffnung des Menschen, zum Beispiel auf Unsterblichkeit. Da wird Medialität extrem gefasst, nicht mehr nur als eine Praxis, sondern eben als eine neue Existenzform. Und die steht dieser Medialitätskritik, die ich jetzt Ihnen auch noch kurz vorstellen werde, entgegen. Und die Autonomiethese, die ich vertrete, die ist, wie mir scheint, eine sehr kritische Mittelposition zwischen beiden Extremen. Gehen wir mal hier auf das Thema Medialität und Heteronomie ein. Ich möchte das zeigen am Beispiel der modernen Digitalisierungskritik, die häufig auch medizinisch informiert ist. Sie haben alle schon den Namen gehört, Manfred Spitzer. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert. Nicht nur unsere Autonomie, sondern auch unsere Gesundheit. Genauso dieses Buch, die Smartphone-Epidemie, Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft. Manfred Spitzer will aufrütteln und klar machen, wie schädlich und ungesund das digitalisierte Leben ist. Ja, also Epidemie, das Smartphone als ein Ansteckungsgegenstand. Das ist also eine Pathologisierung der Medien. Nicht nur eine Heteronomisierung, sondern noch mehr eine Pathologisierung, eine Krankheitslogik, die mit diesem Mediengebrauch einhergeht. Genau gesagt, vielleicht gar nicht Mediengebrauch, sondern die Medien als solche werden hier dargestellt als infektiöse Objekte. Und sobald ich sie anfasse, zugespitzt gesagt, bekomme ich diese Krankheit durch Ansteckung. Das ist natürlich eine Sicht von Medien, die nicht genug berücksichtigt, dass es immer auf den Mediengebrauch ankommt. Das Medium als solches ist selten wie ein infektiöses Objekt zu sehen, sondern ich infiziere mich ja selbst, indem ich das Medium auf eine Weise gebrauche, die nicht gut ist für meine Autonomie, sprich eine heteronome Weise, aber auch das kann ich nur dann tun, wenn ich voraussetze, dass ich im Mediengebrauch prinzipiell autonom bin. Es ist also meine Entscheidung, ob ich mich damit infiziere oder nicht. Denken Sie zurück an Platons Bezeichnung der Schrift als Pharmakon, als Medium, als Medizin oder auch als Droge. Das bedeutet nämlich auch Pharmakon. Das ist alles schon enthalten und das hier ist jetzt mehr oder weniger die Perspektive auf die Medien als Droge, möchte ich mal behaupten. Ja. Hier noch digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Das ist die eine Seite, die Heteronomie-These unseres Mediengebrauchs, zumal des digitalen Mediengebrauchs. Und dann gibt es noch die andere Seite, die nämlich sagt, Medialität ist die einzige Perspektive, die dem Menschen bleibt. Das ist unser Ziel, nicht Medialität als Mittel zum Zweck, sondern Medialität als Zweck an sich, möchte ich das mal nennen. Ja? Also bei Kant ist Medialität nur ein Zwischenglied, um einen Zweck zu erhalten, eine instrumentelle Vernunft.
Und es gibt jetzt eine Auffassung von Medialität, eine anthropologische Auffassung, die sagt, nein, die Medialität ist nicht ein Zwischenziel, ein Zwischenmittel zum Ziel, sondern die Medialität ist das Ziel als solches. Also unser Ziel sollte sein, medial zu sein, selbst ein Medium zu werden. Und das ist der Ray Kurzweil, den haben Sie vielleicht schon mal kennengelernt. Der hat nämlich die Kurzweil Reading Machine erfunden, ein bekannter Erfinder, aber auch einer der Hauptvertreter des Transhumanismus. Und er kommt eben ganz klar aus dieser technischen Richtung und ist eben ein Techno-Euphoriker, könnte man sagen. Es wundert nicht bei seinen Erfolgen, die er hat, die beeindruckend sind, aber er geht hier einen Schritt, wie mir scheint, zu weit. Er hat eine Singularity University gegründet. Was ist denn jetzt eine Singularity University? Das ist das Zeichen des Transhumanismus. Und da zitiere ich wieder Wikipedia. Und wir hatten darüber gesprochen, wann sollte man Wikipedia zitieren? Und ich glaube, Wikipedia eignet sich gerade dann zum Zitieren, wenn es sich um ganz neue Entwicklungen handelt, also vor allem auch mediale Entwicklungen. Da, wo es stark um Medialität geht, da ist das Medium Wikipedia sehr geeignet, weil es eben selbst sehr medial ist. Ja. Ich finde sicherlich auch kaum ein Brockhaus, der den Eintrag Transhumanismus enthält. Also bei neuen aktuellen Dingen, die sehr medial diskutiert werden, da ist Wikipedia eine gute Quelle zu zitieren. Bei anderen traditionellen, die Themen wie jetzt zum Beispiel Platon oder Medienkritik, ja, bei Medienkritik fängt es schon an. Da könnte man sich auch vorstellen, Wikipedia zu kritisieren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um den Artikel Ontologie geht oder um den Artikel Ethik, dann sollte ich sicherlich nicht so sehr Wikipedia zitieren. Wenn es hingegen um den Eintrag Medienethik geht, da wäre ich prinzipiell wieder offen dafür. Also alles, was selbstreflexiv ist, alle Artikel, zu denen Wikipedia als Medium irgendwie in einer Verbindung steht, die eignen sich zu zitieren. Transhumanismus sagt jetzt hier Wikipedia von lateinisch trans, jenseits, über, hinaus und humanus, menschlich, ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, man kann sich auch noch fragen, moralisch vielleicht auch, durch den Einsatz technologischer Verfahren, und das sind ja Mittel, erweitern will. Und zwar nicht nur erweitern will, sondern gänzlich transformieren möchte. Die Interessen und Werte der Menschheit werden als Verpflichtung zum Fortschritt angesehen, als eine sehr fortschrittsgläubige Position, die natürlich irgendwie auch im Kontext der Aufklärung steht. Das muss man auch sagen. Aber vielleicht wird hier die Aufklärungsideologie überstrapaziert zu einer Ideologie. Das ist ein Buch von ihm, The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. Die Singularität, darauf kommen wir noch genauer zu sprechen, das ist ein zukünftiger Zustand, in dem eben Menschen ihre Biologie überschreiten. Also in dem eben selbst unser Leib als Medium aufgehoben wird. Hier sehen Sie, das Gehirn wird zu einem Schaltkreis. Und hier ist jetzt das, was er sich darunter vorstellt. Die Antwort auf die Singularität. Singularität ist ein Zustand in der Zukunft, also ein Zeitpunkt eigentlich, ein Zeitpunkt technologischer Entwicklung, der in der Zukunft liegt, vielleicht ungefähr im Jahr 2100. Manche sagen im Jahr 2050, irgendwann im 21. Jahrhundert, in dem die Rechenleistung pro Sekunde pro Dollar, das ist also ein Quotient, ein Leistungsquotient zur linken Seite, der hier auch logarithmisch ist, wo der so groß ist, wo so viel Leistung pro Dollar pro Sekunde erzielt wird, dass etwas Neues entsteht. Dass also zum Beispiel Maschinen, weil sie dermaßen leistungsfähig sind, weil diese Entwicklung hier exponentiell erfolgt, also beschleunigtes Wachstum, dermaßen Leistungszuwachs erhält, dass dabei was Neues herauskommt. Also, dass Maschinen plötzlich sich zu sich selbst verhalten und Selbstbewusstsein entwickeln. Und das ist die These. Und Sie sehen, wir haben hier schon in diesem Index hier, diesen Quotienten hier, unglaublich viel Leistung. Wir haben jetzt hier schon hier ungefähr ein Mausgehirn, ein Mäusegehirn, ein Insektengehirn. Aber bald hätte man die Leistung eines menschlichen Gehirns. Jetzt zum Beispiel nach dieser Statistik, nach dieser Kurve, kann ich jetzt nicht beurteilen, und irgendwann auch die Leistung aller menschlichen Gehirne hier bezogen auf eine Sekunde und einen Dollar.
Wenn man das so weiterdenkt, das ist eine Extrapolation, eine Prognose, eine Perspektive, dann könnte man daraus schließen, dass irgendwann die Maschinen so intelligent sind, dass sie nicht nur Rechenleistung haben, sondern auch neue Qualitäten hinzugewinnen, wie etwa Selbstbewusstsein. Das ist seine These und die möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausführen vor dem Hintergrund des Verhältnisses von Anthropologie, von Menschenlehre und Medialität, hier in Form von Technologie. Was sagt er? Er sagt, the singularity is a future period during which the pace of technological change will be so rapid, its impact so deep that human life will be irreversibly transformed. Das ist wiederum diese Redeweise von Disruption und Transformation. Diese Rede begegnet einem immer wieder, wenn es um die neuen Medien geht. Und das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, als wir uns mit der Frage befasst hatten, welche Assoziationen das Wort Digitalisierung weckt. Es weckt doch eben häufig futuristische, euphorische, Konnotation natürlich auch immer verbunden mit Medienskepsis, aber hier ist eine ganz große normative Bedeutung des Wortes Technik zu beobachten. Das menschliche Leben wird unwiederkehrlich, also unumkehrbar wird es transformiert. Ja, was heißt jetzt transformiert? Das ist jetzt natürlich die Frage. Was heißt es in diesem Kontext? Er sagt, es sei weder eine Utopie noch eine Dystopie. Denken Sie an die Dystopie bei Ready Player One, wo diese Autos aufgeschichtet waren. Seine Theorie des Transhumanismus sagt, es ist weder eine Utopie, also eine Ideologie, ein nicht zu erreichender Traumzustand, noch eine Dystopie, sondern es ist Realität. Ja, und es wird ganz viele Implikationen haben. Und wie wird jetzt menschliches Leben transformiert? Er sagt, er spricht von einem Merger, also einer Vermischung, einem gegenseitigen Durchdringen, vor einem Zusammenwachsen, könnte man sagen, unseres biologischen Denkens und unserer Existenz, unserer biologischen mit der Technologie. Ja, verschmelzen ist ein Verschmelzen. Unsere biologische Natur und die Technologie, die verschmelzen zu etwas Neuem. Und zwar kommt daraus eine Welt, die immer noch menschlich ist, die aber unsere biologischen Wurzeln überschreitet. There will be no distinction past singularity, also nach der Singularität, infolge der Singularität, between humans and machine or between physical and virtual reality. Sie sehen, hier wird jetzt virtuelle Realität auch als eine Technik, aber auch als ein Medium gebraucht. Und das wird jetzt nicht mehr in einen Gegensatz zur physischen Realität gebracht. Das heißt, unser Leben wird durch und durch medial und technologisiert sein und unsere Biologie wird dabei keine Rolle mehr spielen, weil die Biologie hier als eine Beschränkung des menschlichen Wesens verstanden wird. Natürlich kann man sich hier denken, um was für eine Beschränkung es sich handelt. Ganz klar, das ist die Beschränkung unseres Todes. Ne? Wir werden eben so die These der Transhumanisten den Tod zumindest sehr weit hinauszögern können, vielleicht sogar auch irgendwann hinter uns lassen. Und das werden wir uns genau noch anschauen, wie sich das die Transhumanisten vorstellen. Ja, es mag auf den ersten Blick etwas absurd klingen, aber man muss diesem Buch zugutehalten, dass es tatsächlich viele der technologischen Entwicklungen, die wir gerade bemerken, vor allem in künstlicher Intelligenz, aber auch virtueller Realität, vorweggenommen hat. Jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie mit dieser Technologie auch verschmelzen, so weit ist es noch nicht gekommen, aber dass diese Technologien unser Leben grundlegend verändern, darin muss man diesem Buch aus dem Jahr 2005 recht geben. Das ist schon sehr, sehr hellsichtig. Aber die Frage ist nicht, wie jetzt diese Technologien unseren Alltag verändern, sondern ob wir tatsächlich irgendwann mit diesen Maschinen verschmelzen und ob diese Maschinen irgendwann auch selbstbewusst erhalten. Das ist die entscheidende Frage und hier bin ich sehr skeptisch. Aber ich möchte dennoch das genauer begründen und auch nochmal weiter ausführen. Also wir sehen hier verschiedene Tendenzen des Transhumanismus. Er ist spekulativ zum Beispiel, ne? Er sagt nämlich, in einigen Jahrzehnten wird das ist eine Zukunftsaussage, das ist natürlich eine Prognose, eine Behauptung, aber jetzt kein wirkliches Argument. Also hier spricht von Mustererkennungsvermögen. Das sehen wir natürlich schon am Beispiel des Spiels Go und dieser AlphaGo-KI. Das ist sicherlich richtig, aber wird es auch das menschliche Gehirn selbst und seine emotionalen Zustände technologisch realisieren lassen?
diese Perspektive, da bin ich etwas skeptisch. Der Transhumanismus ist auch techno-optimistisch, also er ist der Meinung, die Technologie verbessert unsere Einschränkungen und sie wird die Welt verbessern. Er kritisiert dagegen den, wie er sagt, häufig vorzufindenden Scientist-Pessimism. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seien zu sehr auf ein Spezialthema fokussiert, auf ihr wissenschaftliches Feld und sehen nicht genug die angrenzenden Felder, sodass sie nicht genug den gemeinsamen Fortschritt sehen, sodass sie einfach, ja, Pessimisten sind, Techno-Pessimisten. Und das, sagt er, ist nicht gut. Wir sollten viel optimistischer sein, wenn wir zum Beispiel auch andere in die Richtung anderer Wissenschaftsbereiche blicken. Wir sollten nicht nur in unsere enge wissenschaftliche Scheuklappenperspektive eintreten, sondern diese Perspektive öffnen und schauen, was haben wir denn eigentlich schon erreicht. Der Transhumanismus ist aber auch noch transzendent. Warum? Weil er sagt, dass unsere Sterblichkeit in unseren eigenen Händen liegen wird. Hier sagt er davor, we will gain power over our fates. Also unser Schicksal wird in unserer Macht liegen, auch unsere Sterblichkeit wird in unseren Händen liegen. Wir können so lange leben, wie wir wollen. Wir werden unsere menschliche Denkungsweise völlig durchschauen. Ja? Und er sagt, by the end of the century, das ist also am Ende des 21. Jahrhunderts, da wird unsere nicht biologische Portion unserer Intelligenz, also der Anteil unserer Intelligenz, der nicht biologisch ist, also der nicht jetzt kohlenstoffbasiert ist, sondern der vielleicht Silizium basiert ist, der wird viel, viel mächtiger sein als unsere natürliche menschliche Intelligenz. Man sieht jetzt schon so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz, das entwickelt sich schon so ein bisschen hin. Das ist das eine, dass die Technologie immer besser wird, aber die andere Frage ist, ob wir dadurch mit ihr verschmelzen. Das ist ja die entscheidende Frage. Bleibt Technologie, bleibt ein Mittel oder werden wir selbst zum bloßen Mittel? Wir müssen das jetzt nicht hier weiter verfolgen. Ich möchte Ihnen noch hier diese Evolutionstheorie vorstellen, die er hier entwirft. Und zwar sagt er, die ganze menschliche Evolution ist eine Form von informationeller Entwicklung, Zunahme informationeller Komplexität, beginnend mit Atomen und Molekülen, dann hin zur DNA, dann kommt es zur Entwicklung der Gehirne, die Gehirne haben eine Evolution. Dann kommt es in der vierten Epoche zur Technologie oder vielleicht auch zur Medienwelt. Und da befinden wir uns gerade in der vierten Technologie, wo die vierte Epoche, wo die Technologie evolviert. Und das Entscheidende ist, er sieht Technologie als etwas, was in der Kontinuität der gesamten Evolutionsgeschichte liegt. Also die Natur, die natürliche Evolution, die bringt aus sich selbst heraus eine technologische Evolution hervor. Ja, indem wir als selbstbewusste Wesen Technologie erzeugen. Wir sind natürlich als Menschen, das ist ja auch meine These, Menschenwesen, die Technologie erzeugen, die Mittel gebrauchen, ja, aber er sagt, das verselbstständigt sich. Also die Technologie, die wird die Methoden der Biologie meistern. Und deswegen kommt es zu einer Verschmelzung von Technologie und menschliche Intelligenz. The methods of biology, including human intelligence, are integrated into the exponentially expanding human technology base. Es kommt zu einer Verschmelzung. Das ist die Singularität und es geht sogar noch einen Schritt weiter. The universe wakes up. Patterns of matter and energy in the universe become saturated with intelligent processes and knowledge. Also unser Wissen, unsere Intelligenz, sagt er, wird sich gänzlich lösen von unserem Körper, von unserer Materie und wird frei im Weltall herumschwirren und sich vielleicht noch an die Materie haften. Insofern wäre natürlich die Materie immer noch ein Medium für unsere Intelligenz. Also hier vastly expanded human intelligence, predominantly non-biological, spreads through the universe. Wir werden uns verbreiten im gesamten Universum. Das ist natürlich eine sehr spekulative Perspektive, aber ich möchte sie einfach, weil sie so radikal ist, hier präsentieren. Er sagt, Evolution ist ein Prozess von Mustern, die eine zunehmende Ordnung besitzen. In dieser sechsten Epoche
Da werden wir die Intelligenz auf das gesamte Universum übertragen. Ich gehe jetzt nicht genauer drauf ein. Hier, die sechste Epoche. The universe wakes up. In the aftermath of the singularity, intelligence derived from its biological origins in human brains and its technological origins in human ingenuity will begin to saturate the matter and energy in its midst. It will achieve this by reorganizing matter and energy to provide an optimal level of computation to spread out from its origin on Earth. Also, unsere Intelligenz, unsere Rationalität wird sich lösen von unserem biologischen Körper und wird sich im gesamten Universum verbreiten. Und das ist letztendlich eine ganz konsequente Entwicklung der Information, der Evolution der Information und ihrer Muster. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr spekulativ und er sagt, dass die virtuelle Realität selbst auf unser biologisches Wesen bezogen wird. Also wir werden selbst eine Form von virtueller Realität. Wir können da eine andere Person sein. Er denkt diesen Gedanken des Avatars ganz konsequent zu Ende und will virtuelle Realität in unser Nervensystem einbeziehen. Er hat ein weiteres Buch geschrieben. The Age of Spiritual Machines, das ist auch schon interessant, weil der andere Titel sagt, When Computers Exceed Human Intelligence. Also hier wird jetzt Technologie plötzlich zu etwas, was den Menschen überholt. Also das Mittel sozusagen ist nicht nur das Mittel zum Zweck, sondern das Mittel selbst, die Technologie selbst überholt dasjenige, was das Mittel eigentlich gebrauchen sollte. Das ist also eine völlige Umkehrung jetzt des Verhältnisses von Mensch und Mittel von Mensch und Technik. Jetzt rückt die Technik ins Zentrum und greift auf den Menschen über. Das ist interessant, weil er nimmt natürlich hier das Medium sehr ernst. Also er hat hier auf jeden Fall keine Medienvergessenheit, die Sibylle Krämer zu Recht kritisiert. Nein, er hat ein sehr hohes Medienbewusstsein. Vielleicht aber ist dieses Bewusstsein etwas zu stark und er interpretiert etwas zu sehr in die Medien rein, weil er die Medien als etwas fast schon Autonomes betrachtet, was ja dann selbst auch mit dem menschlichen biologischen Wesen verschmelzen kann. Spannend ist jetzt in diesem Buch The Age of Spiritual Machines, dass er den Menschen selbst als Software versteht. Also der Mensch selbst wird zu einem Informationsmedium. Actually, there won't be mortality by the end of the 21st century. Wird keine Sterblichkeit mehr geben. Not in the sense that we have known. Not if you take advantage of the 21st century's brain-porting technology. Up until now, our mortality was tied to the longevity of our hardware. Bislang war unsere Sterblichkeit bezogen oder abhängig von der Dauer unserer Hardware. Was meint er mit Hardware? Natürlich unseren biologischen Körper, unseren Organismus. When the hardware crashed, that was it. Also wenn wir irgendwie einen Herzinfarkt hatten oder Organe nicht mehr funktionierten, lebensnotwendige Organe, dann war das unser Ende. For many of our forebears, the hardware gradually deteriorated before it disintegrated. Und jetzt sagt er hier, as we cross the divide to instantiate ourselves into our computational technology, our identity will be based on our evolving mind file. We will be software, not hardware. Der Gedanke ist, dass das, was unsere Identität als Menschen ausmacht, nicht unser Leib ist, schon gar nicht unser Körper, unsere biologische Natur, sondern das, was in unserem Gehirn sich abspielt. Also wir sind, so die Annahme von Ray Kurzweil, wir sind eigentlich das, was unser Gehirn ist. Nur sind wir eigentlich streng genommen auch nicht das Gehirn selbst. Denken Sie an das Gehirn im Tank. Kurzweil würde sehr konsequent so weit gehen und sagen, nein, wir sind nicht mal mehr das, was das Gehirn ist, weil das Gehirn ist ja auch nur Materie und das Gehirn stirbt irgendwann, sondern wir sind eigentlich die Gedanken, die im Gehirn produziert werden oder die sich im Gehirn befinden, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Wenn aber unser Gehirn eigentlich materiell ist und unsere Gedanken vom Gehirn auch irgendwie abzugrenzen sind, warum dann nicht unsere Gedanken vom Medium des Gehirnes lösen? Also er sieht tatsächlich das Medium auch als Gehirn an. Das Gehirn ist das Medium unserer Gedanken. Ja, wenn er so weit denkt, dann kann er natürlich sagen, dann transferieren wir unsere Gedanken, die unsere Identität ausmachen, einfach
auf etwas anderes, was beständiger ist. Wir sind Software und wir müssen uns von der Hardware möglichst loslösen. Das ist natürlich auch eine interessante Form von Mediengebrauch. Wir gebrauchen unser Gehirn als ein Medium. Man könnte natürlich sich weiter fragen, ist nicht eigentlich dann auch unser Gedanke selbst, unser Denken, unsere Identität selbst ein Medium, nämlich Software? Wenn wir Software sind und Software ein Medium ist, dann sind wir natürlich auch ein Medium letztendlich. As software, our mortality will no longer be dependent on the survival of the computing circuitry. There will still be hardware and bodies, but the essence of our identity will switch to the permanence of our software. Und er vergleicht das, also wir sind sozusagen die Permanenz unserer Software. Wir sind vergleichbar, unsere Existenz ist vergleichbar mit den Daten, die wir auf unserem Computer haben. Die Daten, aber nicht der Computer. Ja, er vergleicht es damit, just as today we don't throw our files away, when we change personal computers, we transfer them, at least the ones we want to keep. So too we won't throw our mind file away, when we periodically port ourselves to the latest ever more capable personal computer. So wie wir auch nicht unsere Daten, zum Beispiel die Fotos, die uns wichtig sind, einfach wegschmeißen mit dem Computer, wenn der mal alt ist, sondern die Daten transferieren, weil sie zu unserer Identität und unserer Existenz gehören. So sagt Kurzweil, so werden wir auch in Zukunft unsere Mindfile, also das, was unsere Identität ausmacht, auf verschiedene Hardware immer wieder neu realisieren können. Sie sehen, dass Verhältnis von Mensch und Medium wird in eine sehr spannungsreiche Verhältnisse Relationalität gebracht. Und jetzt gebe ich Ihnen die Möglichkeit, darüber etwas zu diskutieren und halte die Aufzeichnung an. Ja, wir haben darüber diskutiert, inwiefern dieses Bild von Ray Kurzweil, inwiefern das überzeugend ist. Wir haben auch gesehen, so neu ist die Theorie nicht. Es gibt schon in der Antike, es gibt bei Mary Shelley mit ihrem Roman Frankenstein ähnliche Szenarien. Zum Menschen scheint dazu zu gehören, dass er immer schon transhumanistisch ausgerichtet ist, dass er irgendwie die Endlichkeit hinter sich lassen möchte. Wir haben uns die Frage gestellt, wie genau muss man sich jetzt diese Software vorstellen? Ist das so wie unsere Festplatte, unser Archiv, auf dem wir alles Wichtige versammeln und das weniger Wichtige löschen können? Ist es sozusagen der Kern unserer Erinnerung, der Kern unserer Ideale? Hier scheint das Modell personaler Identität von John Locke zugrunde zu liegen. Das alles ist natürlich nicht unbestritten und man muss auch sich fragen, wie eben so eine Mindfile zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Erlebnissen kommt, wenn sie ja gar keinen wirklichen lebendigen Körper mehr hat. Hängen die neuen Erlebnisse dann mit der neuen Hardware zusammen, dass die Hardware, auf die Mindfile übertragen wird, neue Möglichkeiten eröffnet? So könnte man natürlich zu neuen Erfahrungen kommen. Aber es braucht doch irgendwie eine Außenseite und die scheint nach wie vor nur durch etwas Körperliches gegeben zu sein. Also die Mindfile selbst, die macht als solche keine neuen Erfahrungen. Sie braucht eine Außenseite. Zeit. Sie braucht sprich wiederum ein Medium. Also das Medium Mindfile braucht selbst wiederum ein Medium, nämlich irgendwie eine Hardware, um zur Erfahrung zu kommen. Man kann sich weiter fragen, über welche Organe, welche Sinnesorgane werden neue Erfahrungen gemacht. Das sind Fragen, die Kurzweil jetzt nicht so detailliert in seinem Ansatz bespricht. Ja, man kann jetzt eben weitergehen und sagen, dass er sagt ja auch hier, our identity and survival will ultimately become independent of the hardware and its survival. Es geht eben einfach um ein Backup. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wenn wir unsere Daten nicht regelmäßig sichern, dass wir dann auf einen vorherigen Zustand unserer Entwicklung zurückfallen. Our immortality will be a matter of being sufficiently careful to make frequent backups. If we are careless about this, we'll have to load an old backup copy and be doomed to repeat our recent past. Sie kennen das, wenn Sie an eine Hausarbeit schreiben und Sie haben eine Sicherungskopie von einem früheren Zustand und die aktuelle Version, die geht kaputt. Dann müssen Sie den früheren Zustand wieder laden. Und das ist sehr ärgerlich, ja, weil Sie eigentlich schon mal weiter waren. Und so, sagt er, verhält es sich auch mit unserer Identität. Wir müssen aufpassen, dass wir immer auf dem aktuellen Stand
gehalten werden, sonst müssen wir alles nochmal von vorne durchleben, aber eben hier virtuell. Ja. Computers started out as extensions of our minds. Denken Sie an die Theorie von Marshall McLuhan, the extension of man, ja, also Medium als Erweiterung des Menschen. Genauso sagt jetzt hier Ray Kurzweil, Computers started out as extensions of our minds and they will end up extending our minds. Machines are already an integral part of our civilization and the sensual and spiritual machines of the 21st century will be an even more intimate part of our civilization. Er nimmt diese Extension, diese Erweiterung, diese mediale Erweiterung sehr, sehr ernst. Ja. Ich fasse zusammen, der Transhumanismus orientiert sich an der biologischen Evolutionstheorie und erweitert diese durch eine technologische oder mediale Evolutionstheorie, in der Technik oder Medium und Mensch immer mehr konvergieren. Der Transhumanismus ist also techno-teleologisch, wenn man so möchte. Er versteht aber auch Technologie als sich selbst rechtfertigen. Technologie ist intrinsisch gut und blendet ihre Problematik aus. Es geht immer um den Mediengebrauch. Ja, also Technologie als solche verbirgt noch gar nichts. Ich kann mit der Technologie auch Schlimmes anfangen. Deswegen ist der Transhumanismus auch technonormativ. Er sieht Technologie oder Medialität als etwas intrinsisch Gutes. Er sieht sie als etwas Autonomes an. Der besitzt natürlich auch noch, der Transhumanismus, spekulative und ideologische Züge. Julian Niederrümelin, ein Münchner Philosoph, hat das die Silicon Valley-Ideologie genannt. Und er versteht der Transhumanismus personale Identität im Sinne von Software und reduziert somit den Menschen auf bloße Medialität und nicht auf etwas, was Medien gebrauchen kann. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Wir wissen alle, der Mensch und das Medium hängen eng miteinander zusammen. Der Mensch besteht als Mensch darin, Medien zu gebrauchen. Das heißt aber nicht, dass er selbst ein Medium ist. Das ist also diese Identifizierung und die halte ich für sehr problematisch. Ja, jetzt kommen wir noch zum Ende unserer Vorlesung, nicht nur der heutigen, sondern der gesamten Vorlesung, auf das Thema Medialität und Aufklärung zu sprechen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich sehe das in einer Kontinuität zur Medienkritik. Also Aufklärung der Medien, Medienaufklärung ist eine Form von Medienkritik, aber noch eine viel differenziertere, weil sie die Ambivalenzen unseres Mediengebrauchs vor dem Hintergrund uns, von uns als autonomen und heteronomen Wesen genauer diskutiert. Autonomie, das hatten wir schon gesehen, setzt Medialität voraus. Das heißt, Autonomie ist auch eine Form von Medialität oder von Mediengebrauch, genauer gesagt. Medialität beinhaltet aber immer die Gefahr, oder unser Mediengebrauch beinhaltet immer die Gefahr von Heteronomie. Und ich möchte Heteronomie jetzt mit einem anderen Begriff fassen, nämlich im Sinne der Unmündigkeit. Ja. Das ist ein Begriff, den ich von Immanuel Kant übernehme. Unsere Mündigkeit oder unsere Unmündigkeit hängt vom Gebrauch der Medien ab. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr auf Immanuel Kant eingehen. In der ersten Vorlesung bin ich da ausführlicher drauf eingegangen auf ihn. Ich hatte Ihnen ein paar Zitate gemacht im Kontext von Platon und auch von Habermas. Und ich möchte jetzt den Schwerpunkt auf Kant legen und Ihnen noch ein paar Zitate von ihm präsentieren und Sie auf das Thema unserer Vorlesung beziehen. In seiner Schrift Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Sie wissen alle, in diesem Jahr ist das große Kantjahr. Er ist vor 300 Jahren geboren, im Jahr 1724, im April, glaube ich, sogar auch in diesem Jahr. Also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das ist diese klassische Definition der Aufklärung, die kennen Sie alle aus der Schule, aber es ist gar nicht so klar, was damit gemeint ist. Was ist das jetzt? Der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also wir sind sozusagen darin abhängig von anderen. Und das andere, von dem wir abhängig werden und unmündig werden, das ist ein Medium, das ist also eine Form von Medienmissbrauch. Nach Kant ist ein Unvermögen ein Vermögen, sich selbst Unvermögen zu machen. So könnte man das Unvermögen verstehen. Er sagt nämlich, die Freiheit in Beziehung auf die innere Gesetzgebung der Vernunft ist eigentlich allein ein Vermögen, die Möglichkeit von dieser abzuweichen. Ein Unvermögen,
Also, ob wir autonom oder heteronom sind, ist auf unsere Autonomie zurückzuführen. Wir sind autonom, uns auch heteronom zu machen. Wir sind autonom, uns fremd bestimmen zu lassen. Ja, das Paradox der Unmündigkeit könnte man jetzt daraus formulieren. Unsere Unmündigkeit ist selbst verschuldet, basiert also aus freier Entscheidung. Heteronomie-These, Unmündigkeit ist eine Form von Heteronomie. Heterorationalität, Heterogewissen und Heterourteilskraft. Ich werde das noch genauer beschreiben. Also wir werden sozusagen in der Heteronomie von anderer Vernunft, von anderem Gewissen, von anderer Urteilskraft bestimmt. Das zeige ich noch anhand von Kants Text. Und das Paradox besteht darin, wir machen uns aus Freiheit unfrei oder wir machen uns heteronom durch Autonomie. Und hier ist jetzt dieses bekannte Zitat, das habe ich Ihnen schon mal gebracht. Das meine ich jetzt mit Heterorationalität, Heterogewissen und Heterourteilskraft. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, das ist die Heterorationalität, also die fremde Rationalität, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, so brauche ich mich ja selbst nicht zu bemühen. Das ist diese Bequemlichkeit, die mit der Unmündigkeit verbunden ist. Das ist also auch eine Form von Medienkritik, könnte man sagen, ja? Weil nämlich ein Buch ist ein Medium, ein Seelsorger ist ein Medium und ein Arzt ist auch ein Medium. Vermitteln mir alle Informationen, Ratschläge, was auch immer, aber ich kann darin auch abhängig werden. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Hier kommt jetzt noch das Medium Geld ins Spiel. Das Medium Geld ist sozusagen das vermittelnde Medium, ein Metamedium, mit dem ich nämlich den Arzt bezahlen kann, vielleicht auch einen Seelsorger und das Buch natürlich auch. Also Sie sehen, die ganzen Vermögen kann ich so vermitteln, dass ich sie übers Geld vermittle. Das Geld macht alles vergleichbar und deswegen auch vermittelbar. Deswegen ist das Medium ein so interessantes, das Geld ein so interessantes Medium. Jetzt spricht er noch von was Interessantem, nämlich von Satzungen und Formeln. Diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Satzungen und Formeln. Satzungen und Formeln, da kann man natürlich sofort an Algorithmen denken. Das sind also Gesetze, die nicht mehr meine eigenen Gesetze sind. Das sind fremde Gesetze. Das ist gerade die Heteronomie. Und von der mache ich mich abhängig. Natürlich aus Autonomie. Das heißt, ich sage, diese Gesetze, denen folge ich jetzt, obwohl ich sie vielleicht gar nicht genau durchschaue. Und das können zum Beispiel Algorithmen sein. Unmündigkeit ist nach Kant keine Form von menschlicher Arrationalität, sondern von Irrationalität. Also Unmündigkeit ist nicht etwas, was völlig ohne Vernunft geschieht. Das wäre die Arrationalität. Sondern nur von Irrationalität, nämlich vom vernünftigen Missbrauch der eigenen Naturgaben. Vernünftiger Missbrauch. Also wir missbrauchen unsere Naturgaben, indem wir unsere Vernunft gebrauchen, aber indem wir sie gebrauchen, missbrauchen wir sie natürlich auch. Indem wir die Vernunft gebrauchen, wird sie selbst auch zu einem Medium, auch wenn wir sie missbrauchen. Wir gebrauchen unseren Verstand oder unsere Vernunft dazu, um ihn am Ende nicht mehr gebrauchen zu müssen, nämlich um am Ende irgendwelchen fremden Satzungen und Formeln zu uns zu unterwerfen. Unsere Aufgabe des Verstandes oder der Vernunft verfolgt nicht unmittelbar, das ist auch noch entscheidend, sondern vermittelt. Hier kommt wieder die Medialität ins Spiel, indem wir ihn und andere Vermögen verschiedenen Medien und ihren Satzungen und Formeln überantworten. Also wir delegieren unsere eigenen Gesetze des Handelns und Denkens an fremde Gesetze, aber eben aus eigenen Regeln heraus. Das ist diese Paradoxie der Unmündigkeit. Die Überantwortung unserer Vermögen an ein Medium ist vermittelte Heteronomie. Da kommt wieder die Medialität ins Spiel. Unmündigkeit ist aber ein schleichender Prozess, ein vermittelter Prozess, der unser rationales Vermögen betrifft und uns beinahe zur Natur geworden ist. Warum wollen wir jetzt nach Kant immer unmündig sein? Oder ab und zu zumindest. Warum haben wir die Tendenz oder den Hang zur Unmündigkeit? Selbstdenken ist ein mühsames und verdrießliches Geschäft, sagt er. Wir haben den Hang, diese Mühe des Selbstdenkens im Denken zu umgehen. Also Selbstdenken ist einfach nicht so leicht. Und deswegen versuchen wir uns da zu entlasten und ein Mittel zu verwenden, um nicht mehr selbst denken zu müssen. Unser Selbstdenken im Denken zu vermitteln.
Wir denken, dass wir durch unseren Mediengebrauch leichter denken und autonom handeln können. Denken Sie zurück an die Schriftkritik bei Platon. Die Schrift scheint unser Gedächtnis zu erleichtern, aber dabei verliert es eigentlich seine Qualität und auch die Qualität des lebendigen Diskurses. Wir bemerken aber, wenn wir unmündig sind, nicht, dass diese Erleichterung unseres Denkens nur eine scheinbare Erleichterung ist. Das heißt, wir unterliegen einer medialen Selbsttäuschung. Wir übersehen, dass das Medium selbst heteronome Einflüsse haben kann. Das sehen wir aber nur ungern, weil wir nur auf den Zweck ausgerichtet sind. Ja, und jetzt kann man sich noch weitere Gedanken machen. Wie können wir jetzt eigentlich aus dieser Unmündigkeit in die Mündigkeit gelangen? Wie können wir jetzt zur Aufklärung gelangen? Das ist eine wichtige Frage. Und Kant sagt, es ist für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Und jetzt kommt dieser Gedanke von Kant, der die mediale Öffentlichkeit betrifft. Also einerseits kommen wir durch das Medium in die Unmündigkeit hinein, durch Satzung und Formeln. Ja, wir verwenden Bücher, denen wir unser Denken vermitteln. Einerseits kommen wir durch Medien in diese Unmündigkeit hinein. Andererseits aber können wir durch Medien auch wieder uns aus der Unmündigkeit herausbewegen, sprich aufgeklärt werden. Er sagt nämlich, dass ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich. Ja, es ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Und ein Publikum ist eine Öffentlichkeit und eine Öffentlichkeit ist natürlich auch immer eine Medienöffentlichkeit. Und denken Sie zurück an das Medium, was Kant im Sinn hatte, als er von der Publizität sprach. Es war das gedruckte Medium des Buches. Einerseits sagt er, wir machen uns vom Buch abhängig und wir werden unmündig, wenn wir das Buch als unsere eigenen Gedanken nehmen, es dafür nehmen, es unsere Gedanken dadurch ersetzen. Andererseits, sagt er, Kant, können wir das Buch so gebrauchen, richtig medial gebraucht, dass es uns gerade zur Aufklärung führt. Aber eben nur dann, wenn wir es nicht individuell gebrauchen, als etwas, was uns das Denken abnimmt, sondern wenn wir es öffentlich gebrauchen. Und das sagt jetzt auch im nächsten Zitat. Zu dieser Aufklärung, sagt er, wird nichts erfordert als Freiheit, und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Und wie kann man jetzt öffentlichen Gebrauch von der Vernunft machen? Natürlich nur, wenn man die Vernunft vermittelt, wenn man zum Beispiel die Gedanken kommuniziert durch die Sprache, die gesprochene Sprache oder auch durch die Schrift. Wir können das natürlich fortsetzen, auch durch digitale Medien, indem wir auch digital kommunizieren. Und es ist jetzt eben die Frage nach dem öffentlichen Vernunftgebrauch. Er unterscheidet den öffentlichen Vernunftgebrauch vom privaten Gebrauch der Vernunft. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er, der Mensch, in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amt von seiner Vernunft machen darf. Das ist nur der private Gebrauch. Davon unterscheidet er jetzt den öffentlichen Gebrauch. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seine eigene Vernunft, denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht, dem eigentlichen Publikum, nämlich der Welt. Hier kommt jetzt die Welt ins Spiel der Adressat überhaupt von unserem öffentlichen Gebrauch. Das ist jetzt nicht die Welt irgendwie eine spezielle Region der Welt, sondern es ist die Welt schlechthin. Und natürlich ist es ein problematischer Begriff. Was ist darunter zu verstehen? Und da sagt er was Näheres. Nach dem Weltbegriff der Philosophie ist der Philosoph nicht Vernunftkünstler, sondern Gesetzgeber. Also er ist, der Mensch ist darin autonom, nach dem Weltbegriff. Jetzt kann man sich nach dem Verhältnis von Autonomie und Technologie noch genauere Fragen überlegen, wie verhalten sich jetzt Autonomie und Technologie oder auch Medialität zueinander. Insbesondere die neuen Medien sind zweischneidig, wie überhaupt jedes Medium zweischneidig ist. Wir haben das gesehen, wir können dadurch autonom oder heteronom werden. Einerseits vergrößern sie unseren Handlungsspielraum und unsere Handlungskausalität, insbesondere die neuen Medien, aber eigentlich jedes Medium. Andererseits machen sie uns durch ihre komplexe technologische Vermittlung abhängig. Das sehen wir vor allem durch Smartphones und künstliche Intelligenz. Auch zum Thema Datenschutz, da werden wir natürlich auch abhängig. Frage: Wie können wir jetzt die neuen Medien oder überhaupt jedes Form von Medium so in unsere Lebenswelt integrieren, dass dadurch unsere Autonomie vergrößert wird, wir also nicht unsere Autonomie vermitteln,
sondern nach dem Weltbegriff im Sinne von Gesetzgeberin und Gesetzgebern vergrößern, eben nicht nur Satzungen und Formeln unterliegen, sondern selbst Gesetze geben. Das ist die spannende Frage. Darin bemisst sich die Antwort auf die Frage, ob wir mündig oder unmündig sind. Und das kann man jetzt eben anhand von verschiedenen Technologien genauer zeigen. Man kann es zeigen anhand des Internets, anhand der künstlichen Intelligenz, aber auch anhand der virtuellen Realität. Da zeigen sich vor allem unsere autonomen oder auch heteronomen Gebräuche der Vernunft. Jetzt muss man sich noch genauer fragen, was ist digitale Unmündigkeit, jetzt bezogen auf die Digitalisierung speziell. Auch da haben wir natürlich wieder den Manfred Spitzer. Ich bringe diese drei Bücher nochmal. Das ist für ihn auch eine Form von digitaler Unmündigkeit, wenn wir diesen Medien unterliegen. Dagegen möchte ich eben betonen, es geht darum, wie wir die digitalen Medien gebrauchen. Wir können sie autonom oder heteronom brauchen. Die Medien als solche machen noch nichts aus, weil sie nicht autonom sind. Sie sind nichts unabhängig von unserem Gebrauch. Was ist jetzt digitale Unmündigkeit noch oder digitale Mündigkeit? Es gibt auf dem Markt verschiedene Angebote, die ich Ihnen auch noch vorstellen möchte, nämlich sowas wie Digital Detox. Das sind auch Ratgeber, die sich auch verstehen als eine Form von medialer Mündigkeit, ja? Als Form von Aufklärung, und zwar alltägliche Praktiken. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Das 3-Stufen Digital Detox System. So steigern Sie Ihre Produktivität und gewinnen die Kontrolle über Leben zurück. Ja. Also im Mediengebrauch, vor allem im digitalen Mediengebrauch, laufen wir Gefahr, unmündig zu werden. Oder man könnte auch sagen, wir laufen Gefahr, nicht mehr medienkompetent zu sein. 81 einfache Lösungen, um Handysucht zu besiegen und Bildschirmzeit zu reduzieren. Das ist also eine populäre Form der platonischen Medienkritik, könnte man sagen. Möchte ich zur Debatte stellen. Darüber diskutieren wir auch noch gleich. Dann gibt es ein neues Buch, Digitale Balance, mit smarter Handynutzung leichter leben. Also, hier wird darauf reflektiert, wie benutzen wir das Smartphone? Und zwar auf eine smarte. Also es heißt nicht ganz verzichten drauf oder den Stecker hier, dieses Kabel hier durchschneiden. Das ist jetzt nicht so radikal. Es ist eine Balance, ja. Es ist eine Art von Tugend, eine Art von Mitte, gesunder Mitte. Und zwar die 30-Tage-Challenge. Suggeriert wird hier in beiden Büchern, dass die Medien uns abhängig machen, dass wir hier einer Mediensucht unterliegen. Ja. Noch ein weiteres Buch, noch ein weiterer Ansatz auf dem populärliterarischen Markt. Offline ist es nass, wenn es regnet. Ja. Was wird jetzt hier thematisiert? Hier wird das Problem der künstlichen simulierten Welt thematisiert, der virtuellen Realität. In der virtuellen Realität werde ich natürlich nicht mehr nass. Da habe ich keinen Widerstand durch die Natur. Na, da ist alles doch recht konform. Ich mache keine Extremerfahrungen. Ich bin in einer Blase. Ja? Und aus der Blase muss ich mich rausbegeben, wenn ich mich zum Beispiel mal einfach mal in den Regen stelle oder Naturereignissen mich aussetze. Ja? Also hier kommt jetzt der Kontrast von Natur und Kultur ins Spiel, bezogen auf die Frage nach Mediennutzung. Mediennutzung kann dazu führen, dass wir unser Naturverhältnis völlig aufgeben und nur noch in einer künstlichen Welt existieren. Ja, das wird hier problematisiert. Ja, wie ich finde, zu Recht, man kann sich natürlich fragen, ob man das nicht noch ein bisschen tiefer philosophisch fassen kann, weil das Ganze hier doch recht nur psychologisch oder vielleicht auch ratgeberpsychologisch fundiert ist. Vielleicht muss man noch einen Schritt weiter gehen. Ja, und zwar wollen wir jetzt mal diese Anwendungsfälle der Frage nach digitaler Aufklärung diskutieren. Ich habe Ihnen das gesagt, mit Bezug auf Internet wollen wir das machen, mit Bezug auf virtuelle Realität wollen wir das machen und mit Bezug auf künstliche Intelligenz. Wie können wir in unserem Mediengebrauch dieser drei Medientechnologien mündig werden und nicht der Unmündigkeit unterliegen? Einmal nochmal zurück auf Jürgen Habermas, der ja wirklich hochbetagt sich sogar noch zu so einem aktuellen Thema geäußert hat. Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Der neue Strukturwandel ist natürlich der durch die neuen Medien bedingte Strukturwandel. Ich lese Ihnen das nochmal vor. Ich habe Ihnen das ganz zu Beginn der Vorlesung im Rahmen der Einführung in die Medientechnologien
Kritik auch schon mal vorgelesen erscheint. Er sagt, es scheint sich bei exklusiven Nutzern sozialer Medien eine Weise der halböffentlichen, fragmentierten und in sich kreisenden Kommunikation durchzusetzen, die deren Wahrnehmung von politischer Öffentlichkeit als solcher deformiert. Wenn diese Vermutung zutrifft, wird bei einem wachsenden Teil der Staatsbürger eine wichtige subjektive Voraussetzung für den mehr oder weniger deliberativen, deliberativ heißt nämlich in der Diskussion befindlich, also wie bei Sokrates, des abwägenden Diskutierens, Geben und Nehmen von Gründen, des deliberativen Modus der Meinungs- und Willensbildung gefährdet. Er sagt letztendlich, analog wie Platon, es sagt über die Schrift, die geschriebene, das lebendige diskursive Moment, Habermas spricht ja auch von einer Theorie der kommunikativen Vernunft, das ist ja für ihn das Entscheidende, das ist ja das platonische dialektische Sprechen eigentlich, das wird durch diese Halböffentlichkeit der neuen Medien problematisch. Hier stellt sich wieder die Frage nach der Welt. Geht es um einen privaten Gebrauch der Vernunft oder geht es um einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft? Er will natürlich auch den Weltbegriff wieder ins Spiel holen, sieht ihn aber bedroht durch die Digitalisierung. Er hat noch in einer weiteren Schrift dazu was gesagt. Er spricht nämlich in diesem Buch, in einem Beitrag davon, dass diese real existierenden neuen Medien, was er unter real existierend versteht, weiß ich nicht. Medien existieren doch immer, sofern sie Medien sind. Vielleicht will er damit sagen, obwohl es virtuelle Medien sind, sind sie dennoch real. Ich glaube, das meint er. Mein digital heißt nicht nur fiktiv, sondern das ist durchaus real. Durch diese real existierenden neuen Medien, ich füge jetzt hinzu, Facebook, YouTube, Instagram oder Twitter X, sind Unternehmen, diese Medien sind Unternehmen, die Imperativen der Kapitalverwertung gehorchen und an der Börse zu den höchst notierten Konzernen gehören. Ihre Gewinne verdanken sie der Verwertung von Daten, die sie zu Werbezwecken oder anderweitig als Waren veräußern. Das ist seine Kritik. Die Rahmenbedingungen, die Öffentlichkeit, der öffentliche Raum, innerhalb dessen nur digitale Mediennutzung möglich ist. Dieser Raum selbst ist keine Öffentlichkeit, keine wirkliche Öffentlichkeit, keine Welt im Sinne des Gesetzgebens, des Autonomens, sondern eine Welt im Sinne der Satzungen und Formeln. Es ist also eine präinteressierte Welt, die der Kapitalverwertung nur dienen soll. Natürlich kann in einer solchen Welt keine wirkliche deliberative Willensbildung, keine Realisierung von kommunikativer Vernunft, keine Aufklärung stattfinden. Da hat er schon recht. Er geht noch weiter und spricht von einer schwer vorstellbaren Welt von Fake News, die nicht mehr als solche identifiziert, also von wahren Informationen unterschieden werden könnte, würde kein Kind aufwachsen können, ohne klinische Symptome zu entwickeln. Ja? Als hier wieder Welt in Anführungsstriche gesetzt, er sagt, das ist natürlich keine Welt, das ist natürlich nur ein Scheinraum, das ist das platonische Höhlengleichnis, dieses bloße Abbild, die bloße Simulation, Illusion oder Fiktion, aber nicht die Realität. Ja, die Filterbubble habe ich Ihnen schon gezeigt, da möchte ich gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Das ist ja auch ein Topos. Die deutsche Übersetzung sagt, wie wir im Internet entmündigt werden. Das ist natürlich eine Interpretation von der Aufklärungsthematik her. Hier wird einfach kritisiert, dass auch eine Filterblase nicht die Welt ist, von der Kant spricht. Das ist nicht die Öffentlichkeit, der öffentliche Gebrauch der Vernunft, der kann in einer solchen Filterblase nicht stattfinden. In einer Filterblase vermitteln wir uns an uns selbst, aber auf eine Weise, die wir nicht als Selbstvermittlung einsehen. Das heißt, eigentlich beziehen wir uns in Filterblasen nur auf uns selbst, weil unsere Interessen uns immer wieder gespiegelt werden. Darin glauben wir aber gerade, es mit der Welt zu tun zu haben. Es ist also eine Fehlinterpretation. Wir halten die Blase für die Welt. Dabei handelt es sich nur um unser privates, individuelles, beschränktes Universum, was wir für die Welt erklären. Das ist natürlich eine Form von Kurzsichtigkeit, die auch sehr problematisch ist. Was ist jetzt digitale Mündigkeit? Wir müssen digitale Mündigkeit von technologischer Medienkompetenz unterscheiden. Es geht da jetzt nicht so sehr um den instrumentellen Gebrauch der Digitalisierung, sondern um ihren öffentlichen, verantwortungsvollen Gebrauch. Damit möchte ich jetzt eben diese Ratgeber, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, Digital Detox oder das smarte Smartphone-Programm oder nur im Regen ist es nass, etwas kritisieren, weil die sehr stark instrumentell immer noch denken. Sie denken es sicherlich auch verantwortungsvoll, das ist richtig, ja, aber sicherlich nicht im öffentlichen Sinne. Es hat eine starke psychologische Seite, die noch weiter fundiert werden muss im Sinne der Frage nach unserer Autonomie und nicht nur im Sinne der
des instrumentellen Gebrauchs. Ja, wie viele Stunden soll ich es jetzt gebrauchen? Das ist eine nachgeordnete Frage. Wie wichtiger ist es, wie gebrauche ich es? Und wenn ich es richtig gebrauche, dann gebrauche ich es auf eine zeitliche Weise, die angemessen ist. Das kann ich nicht einfach festlegen, täglich nur 2 Stunden Smartphone. Es kann sein, dass auch 30 Minuten sehr, sehr sinnvoll sind, aber dass vielleicht auch mal 4 Stunden im Sinne der Autonomie zu verstehen ist. Das heißt, das muss man viel tiefer versuchen zu begründen. Digitale Mündigkeit bedeutet, dass wir unsere individuelle und kollektive Autonomie durch Einsatz von digitalen Medien vergrößern. Wie genau können wir jetzt die vergrößern? Eben dadurch, dass wir sie verwenden im Sinne der digitalen Partizipation und Barrierefreiheit. Ne? Digitale Medien sind Medien der Partizipation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass Sie gerade dieser Vorlesung in Echtzeit, live oder im Nachhinein auf YouTube beiwohnen können. Ist eine Form von Partizipation. Sie können das von jedem Ort. Sie müssen nicht an die Uni fahren. Sie können das von zu Hause machen. Sie können das von jedem beliebigen Ort der Welt tun, sofern Sie Internetverbindung haben. Das ist eine Form von Autonomie. Sie sind in Ihrem Lernen und Bilden, sind Sie nicht mehr auf räumliche Beschränkungen angewiesen. Sie werden frei zu. Es entsteht idealerweise ein öffentlicher digitaler Gebrauch der Vernunft. Ob das jetzt hier schon der Fall ist, muss man diskutieren, aber es hat auf jeden Fall eine Öffentlichkeit, wenn ich es hinterher auf YouTube stelle und dann Diskussion zulasse. Kritisch muss ich natürlich sagen, YouTube gehört zu einem großen Internetkonzern, der natürlich immer noch finanzielle Interessen hat. Also die ganze Öffentlichkeit, die ganze Welt habe ich damit auch nicht eröffnet, wenn ich dieses Video nachher auf YouTube stelle. Das gebe ich selbstkritisch zu. Ausblickend möchte ich jetzt noch ein paar Fragen mit Ihnen diskutieren, die sowas nicht wie digitale Mündigkeit oder digitale Medienkompetenz, sondern sowas wie digitale Tugenden betreffen. Da denken Sie natürlich sofort an Aristoteles, ja, und das ist auch hier für mich im Hintergrund stehen. Digitale Tugenden erlauben es, eine digitale Lebenswelt menschlich zu gestalten und sich in ihr ethisch zu orientieren. Dianoetische Tugenden eröffnen und orientieren den Cyberspace. Dianoetische Tugenden sind die Verstandestugenden, wie zum Beispiel die Klugheit nach Aristoteles. Die erlauben es, den Cyberspace zu eröffnen und zu orientieren, indem wir unterscheiden zwischen Simulation, Illusion, Fiktion und virtueller Realität. Das ist eine wichtige verstandesmäßige Unterscheidung. Und die ethischen Tugenden erlauben es uns, diese digitalen Technologien öffentlich und verantwortungsvoll zu gebrauchen, jenseits von bloßen instrumentellen Gebrauch. Ja, also hier kommen dann spezifisch ethische Tugenden ins Spiel, die zum Beispiel auch sowas wie Gerechtigkeit, Weisheit und Besonnenheit fördern. Ja, KI-Tugend wäre hier ein Angebot. Das ist die Mitte zwischen Transhumanismus und KI-Alarmismus. Dass wir eben auch hier eine gesunde Mitte halten in unserem KI-Gebrauch. Die KI ist weder ein Ersatz unserer Existenz, wie bei Ray Kurzweil, sie ist aber auch nicht etwas, was die Herrschaft über den Menschen irgendwann ausübt und was die Menschheit zerstört, sondern es kommt auf den Gebrauch an. KI kann natürlich im Sinne des öffentlichen Gebrauchs der Vernunft verstanden werden, sehr wohl, wenn wir sie nur richtig gebrauchen. Die Datentugend, das wäre eine Mitte zwischen sowas wie Post-Privacy, wonach wir gar keinen Datenschutz mehr brauchen, wonach wir alles von uns ins Internet stellen, und von Datenrestriktion, dass wir eben gar nicht mehr ins Internet gehen, weil ja irgendwie ein Datenabfluss stattfinden kann. Oder dass wir überhaupt auch keine Öffentlichkeit mehr suchen, weil wir damit, indem wir die Öffentlichkeit suchen, uns auch als Daten in die Öffentlichkeit bewegen und dann unsere Daten geklaut werden. Aber so findet keine Öffentlichkeit statt. Öffentlichkeit setzt voraus, Daten preiszugeben. Die Frage ist nur, welche Daten und an wen geben wir sie preis? Natürlich nicht unsere Passwörter. Ja, aber wir geben uns als Daten frei, sofern wir einen Kommentar in die Öffentlichkeit des Internets setzen. Deswegen muss man hier einen kritischen Mittelweg beschreiten. Auch die VR-Tugend, die Virtual Reality-Tugend scheint mir wichtig zu sein, auszubilden. Auch hier eine Mitte zwischen dem Transhumanismus, dass alles nur noch zur virtuellen Realität wird, alles wird nur noch Software, und der Scheinwelt, wonach wir uns nur noch in künstlichen Welten
befinden. Das ist dann wiederum so eine Blase, wenn ich die ganze Zeit so eine VR-Brille aufhabe und mich nur mit mir selbst beschäftige und nur virtuelle Spiele spiele, die aber am Ende keine Öffentlichkeit vielleicht auch mehr zulassen. Also wir sehen hier, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, solche digitalen Tugenden zu etablieren. Als Fazit möchte ich sagen, speziell mit Blick auf die digitalen Medien, die digitale Technologie. Digitale Technologie verbirgt als solche noch keine Autonomie. Unser Mediengebrauch birgt die Gefahr selbstverschuldeter Unmündigkeit. Wir können unsere Autonomie durch digitale Technologien und Medien vergrößern, wenn wir sie verantwortungsvoll und öffentlich gebrauchen. Und Technologie ist weder ein Menschheitsersatz noch ein bloßes Objekt. Die Mensch-Maschine-Interaktion oder auch die Mensch-Medium-Interaktion, die muss natürlich immer am Menschen orientiert sein und nicht an der Technik und auch nicht am Kommerz. Digitale Aufklärung erfordert also nicht nur Medienkompetenz, sondern digitale Tugenden. Wir könnten jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, digitale Tugenden erfordern auch sowas wie digitale oder mediale Bildung, Medienbildung. Medienbildung jetzt aber nicht verstanden als Medienkompetenz, sondern Medienbildung verstanden als eine Kompetenz im Mediengebrauch immer noch autonom zu sein. Das heißt, autonom zu sein, indem wir Medien im Sinne der Öffentlichkeit gebrauchen, im Sinne der Welt und nicht im Sinne der Blase. Ja, das war jetzt meine Vorlesung, meine Gedanken dazu. Ich beende jetzt die Aufzeichnung und wir haben dann noch Zeit, darüber zu diskutieren.